Also ich muss sagen, der Song ist richtig nice. Also gefällt mir. Also für YouTube natürlich auch noch recorden. Yes, wir reagieren auf Winter von Eddie. Es ist schade, dass er jetzt gerade nicht live mit dabei ist, aber auch nicht schlimm. Ich werde bestimmt nochmal einen Livestream machen und auf was von ihm reacten, wo er dann mit dabei ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und yes, die Leute eskalieren richtig bei seinem neuen Track Winter. Der hat schon 1700 Aufrufe und das ist für seine Verhältnisse gut. Falls ihr es gesehen habt, ich habe in dem letzten Reaction-Video auf Lost gesagt, Leute, pusht sein Stuff auf Spotify. Der hat noch keine 1000 Plays auf irgendeinem Track auf Spotify. Und das kann einfach nicht sein, weil seine Mucke ist einfach richtig lit, richtig nice, gefällt mir richtig gut. Und deswegen, Freunde, werden wir jetzt zusammen in Winter von Eddie reinhören. Ich habe mega Bock. Also Lost war ja schon richtig gut. Sein Studioalbum Lost kommt ja auch. Hier steht es am 2.4. Übelst Bock drauf. Ach so, das Album heißt gar nicht Lost oder was? Oder heißt es Lost? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das. Oh, Eddie schreibt mir gerade. Oh, er schreibt: Ah, scheiße, sorry, ich schlafe seit 3 Stunden. Wann streamst du das nächste Mal? Dann gucke ich gern zu. Vielleicht nächstes Wochenende. Weiß ich noch nicht, schreibe ich mal. Ja, aber ja, er schreibt, ich schlafe seit 3 Stunden. Der ist auch heute 5 Uhr morgens schon ins Studio gefahren, um weiter Tracks aufzunehmen. Also der Typ ist auf jeden Fall immer am Hasseln. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall auf Winter reagieren. Mega Bock auf den Track, weil Lost war schon übelst gut und bin mega gespannt, ob Winter da mithalten kann. Aber wenn der schon so abgeht mit den Views und so, dann wird der wohl gut sein. Aber let's go, rein geht's. Es nie wieder, wieder. Immer dieser Winter in meinem Herz. Deshalb schreibe ich diese Lieder, Lieder. Bitte gib mir Pillen für diesen Schmerz. Wow, wow. Bitte gib mir Pillen für diesen Schmerz. Wow, wow. Immer wieder Winter in meinem Herz. Der Winter hittet hart, ich bin wieder down. Finde wieder keinen Schlaf, schreib es wieder auf. Ganz egal, was du mir sagst, die Gefühle taub. Brudi, nein, ich bin nicht stark, nur schon wieder blau. Bruder, würde ich brauch jemanden zum Reden, denn ich kann das nicht mehr. Würde sagen, ja, bei mir ist ganz okay, doch die lassen wegen einfach zu schwer. Ey, übel sick, ey. Er geht so ein bisschen von den Beats in eine neue Richtung. So, das ist jetzt, die Beats sind schon fast so ein bisschen Cloud-Rap-mäßig, also bei dem hier auf jeden Fall. So, und finde ich mega, mega cool, ey. Also, ich mag es auch, dass er jetzt auch wieder so ein bisschen Gesang mit reinbringt, so. Und ja, sein Rap-Style finde ich sowieso irgendwie cool. Ich weiß nicht, er macht, also seine Voice ist schon so ein bisschen mehr Oldschool-Rap, aber ich finde jetzt vor allem bei Lost und auch hier bei Winter. Geht das Ganze doch schon ein bisschen mehr in eine modernere Richtung. Und ich finde auch seine ganze, also wie er halt drauf ist, auch seine Texte, seine Mucke, alles mega geil. Ich meine, habe ich auch schon in den anderen Reactions zu ihm gesagt. Also für mich auf jeden Fall, was so Deutschrap und sowas angeht, einfach einer der besten. Und wir werden jetzt auf jeden Fall hier auch noch weiter reinhören. Ich finde auch seinen Style voll cool irgendwie so. Er hat auch so voll diesen Metal-Vibe. Er hört ja auch so ein bisschen Deathcore und sowas. Also sowas finde ich irgendwie auch immer, weil so, die Leute, die Rapper, die ich mega feier, die kommen meistens irgendwie so aus der Hardcore, Metalcore, Metal-Szene irgendwie so daher, weil das halt so alles so diese Cloud-Rap-Szene, Emo-Rap-Szene oder sowas, da kommen ja tatsächlich viele so ein bisschen aus der Richtung. Und irgendwie merkt man denen das auch so ein bisschen, finde ich, an, auch an der Mucke und alles und auch an der Themenwahl und sowas. Und sowas finde ich auch irgendwie halt dann halt nice. So, es hat halt viele Überschneidungspunkte mit dem, was ich sowieso schon höre. Aber jetzt hören wir weiter. Der Winter ist so kalt und mein Herz hat keine Kraft. Dieser Schmerz ist mir zu heiß, ich stehe allein in dieser Nacht. Bruder, ich werde es nie wieder. Winter hildet hart, lass mich wieder fallen. Sie sagen mir, egal was kommt, du bist nie allein. Doch wenn ich sag, was ich wollt, gibt es wieder Streit. Gedanken fliegen durch den Kopf, spüre die Gewalt. Bruder, bitte mach dir keine Sorgen, bin nur einsam und mehr nicht. Würde sagen, ja, bei mir ist ganz okay, doch die Nächte sind mir meist zu gefährlich. Der Winter ist so kalt und mein Herz hat keine Kraft. Dieser Schmerz ist mir zu heiß, ich steh allein. Bruder, ich
Also ich muss sagen, der Song ist richtig nice. Also gefällt mir. Also er experimentiert auf jeden Fall ein bisschen rum, geht wieder ein bisschen in andere Welten, was ich geil finde. So, man muss ja nicht immer einfach auf dem gleichen Train bleiben, so, und das ist auch voll cool. Aber also man hört trotzdem natürlich noch raus, dass er es ist so. Also es hat sich jetzt nicht so ultra krass gewandelt, dass man jetzt irgendwie so denkt, oh, er ist ja ein neuer Künstler oder so. Aber man hört ihn noch raus, aber er experimentiert ein bisschen rum, macht seinen eigenen Stuff, wie er Bock drauf hat. Und das feiere ich einfach. Und mir gefällt es mega. Also ich mag halt sein Stuff echt mega. Und Winter knüpft da auch gut an Lost an, finde ich. Und ich sehe gerade im Chat, der Ritter ist wieder da. Mega, Shoutout an dich. Ehre, wir reagieren gerade auf Eddie mit Winter. Und ja, ein bisschen eine Rap-Vibe gerade. Und das ist auch die letzte Reaction. Zumindest von denen, die ich geplant hatte. Und ja, aber den geben wir uns jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. In meinem Herz. Der Beat ist voll nice. Ach so, das ist schon das Ende. Lol. Yes, Lost sein Album, Digga. Zweiter, vierter. Also ohne Spaß, ey. Ich hab die wievielte Reaction von mir ist das jetzt auf Eddie? Keine Ahnung. Schon die fünfte oder so? Ich weiß es nicht. Also ich habe schon diverse Reactions zu ihm gemacht und ey, seine Mucke ist einfach geil, Mann. Ich krieg davon nicht genug. Und Freunde, es kann. Warte, ich check mal jetzt kurz nebenbei sein Spotify ab. Und check mal. Wie hat er jetzt einen Track mit über 1000? Nein! Leute, zeig das mal kurz hier. Hier, ihr seht's. Kein Track mit über 1000 Plays. Okay, meine Facecam ist im Weg. Nee, aber hier. Kein einziger Track mit über 1000 Plays. Wie kann das sein? Leute. Und sein Track auf YouTube hier jetzt schon über 1700 Aufrufe. Leute. Ey. Ihr müsst jetzt einfach auf sein Spotify gehen. Also nicht jetzt, obwohl vielleicht auch jetzt und lass das ein bisschen nebenbei noch laufen so. Aber auf jeden Fall ihn mal auf Spotify auschecken und gönnt euch auch dieses Video hier nochmal. Also das ist einfach Eddie, Liebe geht raus ohne Spaß. Also seine Mucke, ich finde die so nice. Also ohne Spaß, einfach geil. Das ist jetzt auch ein Channel, wo ich auf jeden Fall mal hier die Glocke aktiviere. Safe, safe, ultra, ultra gut. Und jetzt auch noch mal kurz in den Chat. Der Ritter schreibt, als auf Antidepressiva angewiesener Mensch fühle ich die Lyrics total. Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Zum Glück bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, aber ich kenne einige Leute, zum Beispiel auch den Ritter, wie er gerade schreibt, die damit halt zu kämpfen haben und da auch halt sowas brauchen zum Beispiel. Und deswegen, klar, also ich fühle tatsächlich auch so traurige Lyrics halt voll oft so, weil jeder hat mal schlechte Phasen und so. Also, und ich hatte auch mal richtig schlechte Phasen. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall mega fühlen. Ich mag emotionale Musik mega, aber ich denke mal, wenn man dann noch mehr auch in der Position ist über das, was gesungen oder gerappt wird, kann man das natürlich noch mehr nachvollziehen und noch mehr fühlen. Und yes, also der Ritter schreibt auch noch, wahrscheinlich hast du schon auf mindestens ein ganzes Album von ihm reacted. So, also wenn man es zusammenzählt, die Reactions, könnte das vielleicht schon eine EP sein, so, ne? Aber ey, ich werde auf Eddie immer wieder reacten. Ja, aber er hat es, glaube ich, auch schon mal in einer Insta-Story irgendwie repostet, dass da noch ein Video fertig ist. Stay hydrated, Leute. Ey, Ehre, meine Schwester schreibt gerade in den Chat, hab den Song in meine Rap-Playlist gesteckt. Ehre. Also ohne Spaß, Eddie, für mich einfach ein super guter Künstler, vor allem textlich, Junge, der ist textlich so gut. Also, da schaffen es kaum andere Rapper, meiner Meinung nach, auf dieses Level von dem, was der da in seinen Texten lyrisch am Start hat. Es ist einfach geil. So, es ist genau das, was ich irgendwie da gebraucht habe. Weißt du, normalerweise bin ich ja eher in diesem ganzen Emo- und Cloud-Rap-Zeug unterwegs, aber Eddie bildet da eine Ausnahme. Also, ich höre auch noch TJ Beastboy zum Beispiel, aber so eigentlich
sonst hauptsächlich so Cloud und Emo-Rap. Aber Eddie, ja klar, jetzt seine neuen Tracks gehen vielleicht so ein bisschen auch in eine Cloud-Rap-Richtung und seine erste EP vielleicht auch so ein bisschen. Aber es ist trotzdem noch was ganz anderes jetzt als so das meiste, was ich sonst höre. Aber er überzeugt einfach mit Texten, mit Vibe und so. Also das kann er einfach. Ey, freut mich, dass ich auf seinen Track live reagieren durfte und hat Spaß gemacht, ist ein saugeiles Ding geworden.